So, Leute. Fast haben wir es wieder. Universal Interstellar. Aha, interessant. Also ich habe jetzt noch mal zwei Cobras und eine Sidewinder gefunden. Die habe ich auch noch gleich platt gemacht. Und ich wurde jetzt, wo ich in dem ersten System mit einer Raumstation reingeflogen bin, wurde ich prompt von einer Sidewinder und einem Igel abgefangen. Die haben es natürlich auch nicht überlebt. Ich habe noch 4 Sprünge nach Altair. Ich habe gesagt, ich scanne jetzt gar nichts mehr. Nur noch die Sterne und ich vorhin war auch ein System mit Gasriesen, das habe ich dann aber gelassen. Ich habe keine Lust mehr, ich will jetzt los. Ja, hier und Warning. diesen Temperature critical. Raumstation. Jetzt sollte ich hier mal wegfliegen. So. Warning. Taking heat damage. Na wunderbar! Warning. Temperature critical. Ich mach mein Raumschiff jetzt noch kaputt. Auf die letzten 100 Meter. Das ist doch unglaublich. Kühl dich erstmal ab. So, dann gucke ich jetzt hier nochmal. Galaktische Karte. Ich müsste jetzt genau vor den Toren der Welt stehen. Oder ich bin schon drin. Nein, ich stehe im Grunde genau vor den Toren der Welt. Wenn ihr das so seht, genau vor den Toren der Welt. Ich bin schon durch zwei Systeme oder drei Systeme mit Raumstation geflogen. Und jetzt sind nur noch ein paar Sprünge nach Altair. Wie viele Lichtjahre habe ich noch? 128. Das ist nix. Das ist rein gar nix. Was ist denn das? Ach, ich habe hier einen Riss in der Scheibe. Heilige! Heilige! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe einen Riss. Die Scheibe reißt. Die Scheibe reißt. Die Scheibe reißt. Die Scheibe reißt. Flieg. Flieg, Junge. Ey, flieg jetzt. Flieg jetzt. Ich habe gedacht, das ist irgendeine Sonneneruption oder so. Aber die Scheibe reißt. Oh Gott, 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 oh Gott. Jetzt reiß dich. Jetzt reiß dich, Junge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. War das beim letzten Angriff? Ich will es nicht. Nee, da waren die Schilde nicht unten. Das müsste jetzt wegen der Kollision mit der Sonne sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sehr gut. Dass hier noch überhaupt unentdeckte Systeme sind. Oh, mir fallen Systeme aus. Weil die alle kaputt gehen. Muss ich mir dann in der Raumstation nochmal angucken. Ich gucke mir in der Raumstation dann nochmal an, wie sehr meine Systeme hier gelitten haben. Was gibt es jetzt hier gerade so? Der eine, wie weit ist er weg? Zu weit. Oh Gott. Nee, ich mache jetzt gar nichts mehr. Also wenn hier die Scheibe schon reißt, dann Eta Crusti. Was? Erlaubnis zu HR4413. Ich weiß nicht, warum ich da eine Erlaubnis brauche. Ist mir auch vollkommen egal. Ich will jetzt heim. Oh Gott, mir geht die Scheibe kaputt, mir geht die Scheibe kaputt. Flieg, ich will nach Hause. Mr. Fleck wurde ja auch abgefangen, wo er, nach Hause geflogen ist. Ja. Und dann wurde ihm auch noch mal ganz schön runtergeschossen. Aber ich bin ja jetzt schon auf 88%. Allein durch mein Herumfliegen. Aber ich habe es endlich geschafft. Ich bin wieder in der Zivilisation, wurde gleich abgefangen, hab schon vier Piraten zerstört. Ist toll. Es ist einfach toll. Mr. Fleck hat sich jetzt auch verabschiedet. Hier. Da, ein verbündetes Raumschiff. Ach, wie schön. Ich habe mir gedacht, das Video dann mit den ganzen Daten, das mache ich extra. Das mache ich irgendwie Zeitraffer. Ich weiß nicht, kann ich eine Musik drunter legen, die GEMA frei ist? Muss ich mal suchen. Das muss ich aber auch alles morgen raushauen oder übermorgen spätestens. Ach, Edmund. Ach, hier scanne ich nichts. Vergiss es. Ich will weiter. Den Edmund kenne ich. Edmund Sträuber.
Hilpa, sie. Endlich mal ordentliche Namen. Ne? Wir hatten ja so viele schwachsinnige Namen auf der Reise gehört und jetzt ordentliche Namen wie Hilpa, Hisi. Das ist ja wirklich mal. Ja. Gleich Hammers! Gleich Hammers! Ist die Folge erst 5 Minuten lang? Egal, ich muss sie sowieso noch hochladen. Spätestens Mittwoch müssen die alle raus sein. Ich werde 2-3 Folgen am Tag raushauen jetzt, weil ich so viele habe noch. Allein jetzt hatte ich schon noch zu viel. Und morgen haue ich glaube 3 raus und Mittwoch müssen ja dann auch noch welche raus. Und dann sollte ja Mittwoch eigentlich dann auch schon Horizons kommen, also Was gucke ich hier eigentlich jedes Mal da drauf? Hier sind keine schwarzen Löcher oder irgendwelche interessanten Sachen zum Scannen. Warum gucke ich hier überhaupt drauf? Aber das ist jetzt so drinne. Ist einfach drinne und die Scheibe reißt. Die Scheibe reißt. Blüten, noch was. Wie viele Sprünge noch? Noch 2 Sprünge. Noch 2 Sprünge. Die versammeln sich schon wieder da hinter mir. Seht ihr das? Noch 2 Sprünge, Leute. Wie mich da die Igel abgefangen hat. Und die hatte nicht mal Schilde. Da habe ich mich dann gleich zu der gedreht, auf die Feuer eröffnet und dann kam da noch eine Sidewinder reingesprungen. Dann auch noch auf die Sidewinder geschossen. Natürlich, also die Igel schnell platt gemacht und dann Sidewinder. Dachte ich kurz, ist das eine Cobra? Mit der hätte ich mich natürlich auch angelegt, ist kein Problem. Dann war es eine Sidewinder. Die habe ich dann natürlich sehr schnell sehr platt gemacht. Blüten. Ist ja alles schon erforscht, ne? Warum gucke ich denn überhaupt noch? Hier ist gerade keiner, ich kann ein bisschen off-tanken. Obwohl, jetzt off-tanken brauche ich auch nicht mehr, aber egal, ich mache es einfach trotzdem. Ja, schön, schön. Ich mache es einfach trotzdem. Altair, Altair! Ich habe es geschafft, Altair. Das ganze Schiff fliegt mir gerade auseinander und ich habe es geschafft. Also das macht mir ja wirklich Angst, dass ich hier die Scheibe reiße, ganz im Ernst. Also, Leute, ich habe 20... Falsch. Ich habe 12.000, was sind das? Ach, ein Flieger. Ach, Mensch, oh Gott. Ich habe 12.000 Lichtjahre mindestens. Also, ich habe, das ist nur Hin- und Rückflug. Also, direkte Luftlinie. Ich bin noch weit mehr zur Sternstraße war es einen anderen Weg, zu diesem einen planetaren blauen Nebel war das ja auch noch ein ganz schöner Umweg. Ich bin zu Hause, ich bin zu Hause, ich bin zu Hause, ich bin zu Hause. Es war auch noch ein riesiger Umweg. Und bis ich jetzt endlich hier ankam, also das waren mehr, das waren vielleicht 15.000. Wie weit ist der Weg? Ach, 663 Lichtsekunden. Das ist so wenig, wenn man alles zusammenrechnet. Und da sind Menschen, da sind einfach Menschen. Was ist das für ein weißer Punkt da hinter mir? Verschwindet! Haut alle ab! Haut einfach alle ab! Ich habe keine Lust dazu! Was bist du da? Signalquelle. Ich habe keine Lust! Ich will jetzt dem Solo-Orbiter und dann geht's hier aber ab. So ein langer Flug. Ist auch mal gut, wenn die Folge nur maximal 15 Minuten lang wird. Ich muss das alles noch hochladen. Die Folge, wo ich gekämpft habe, das war vor ein paar Minuten, vor 20 Minuten vielleicht erst, wo dann am Ende Mr. Fleck noch im Chat war, die habe ich, die lädt jetzt gerade hoch. Die lädt jetzt im Moment gerade hoch. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das alles macht. Jetzt daran fliegen und so, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Und die lädt jetzt gerade hoch. Die wird heute nicht mehr, das muss ich morgen früh dann nochmal, bevor ich auf Arbeit fahre. Nochmal hochladen, weiter. Und vielleicht, ich muss morgen nicht so lange arbeiten, vielleicht lade ich den Rechner gleich an und lasse die ganzen Sachen hochladen, obwohl das ist nur die 2 Videos. Naja, dann 3. Wenn ich das andere noch, das muss ich ja auch noch bearbeiten und, oh Mensch. Vielleicht noch mit Musik unterlegen, obwohl ich nie weiß, welche Musik und überhaupt. Vielleicht mache ich es auch lieber nicht, wegen GEMA, ihr wisst schon. Ah, die ganzen Sachen gehen mir jetzt durch den Kopf. Was ist das da? Alles, was oft ploppt, ist neu. Das ist vollkommen neu für mich. Ich weiß immer noch nicht, wann bin ich gestartet. Das muss ich, glaube ich, dann nochmal nachgucken. Wenn ich dann auf dem Orbiter bin und dann die nächste Folge anfange. Das muss ich dann nochmal nachgucken.
Wie viele Monate ich jetzt weg war, wie so Wochen, Monate. Was bist du? Was ist das? Ist das ein Raumschiff? Ich weiß es nicht. Ah, ich flieg vorbei. Okay, ganz ruhig. Kollege, ganz ruhig, ganz ruhig. Dir zerbricht da oben zwar das ganze Cockpit, aber alles wird gut. Ich weiß gar nicht, ich habe die schlechteste Lebenshaltung drinne. Wie viele Minuten habe ich Luft? Austreten. Ja! Hier stehe ich, kleine Raumstation. Eine Raumstation. Eine Raumstation, eine Raumstation. Komm! 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 Beeil dich! Mir reißt die Scheibe, verdammt nochmal! Oh, etwas von Menschen gebautes. Etwas von Menschen waffenfreie Zone betreten. Oh, etwas von Menschen gebautes. Jetzt stell dich hier bloß nie falsch an. Okay, wie ging das? Kontakte. Solo-Orbiter, Landeorbit anfordern. Ha! Ich bin ja mit der Föderation verbündet. Wohlgesinnt. Das werde ich jetzt gleich richtig hochschmeißen, das Wohlgesinnt. Da, ein Spieler! Fahrwerk ist draußen, alle Energie in die Schilde. Was ist das für ein Spieler? Wahrscheinlich der Typ 6 Transporter. So, jetzt nein, geh weg. Jetzt langsamer werden. Wie mache ich das? Bitte sagt mir, dass alles gut wird. Sagt, dass alles gut wird. Na, da oben. Wahrscheinlich der Spieler. Welchen Platz habe ich? 7. Wie fliege ich nach oben? Ach, mit R. Okay. Um Gottes Willen. Also ich bin ja Atheist, also um Karel Gottes Willen. Karel Gott. Einmal um die ganze Welt mit den Taschen voller Geld. Davon habe ich schon als kleiner Bub geträumt. Wie sehr es gerade stimmt. Vielleicht ist es nicht die Welt. Doch zum Liberty State Nebel ist auch ein ganzes Stückchen weg. Und ich lande. Ich lande. Eine meiner ordentlichsten Landungen. Rein da, rein da, rein da. Und runter. Und runter. Notfall Sauerstoff aufgefüllt. So weit. Ja. Willkommen, Solo-Orbital. Oh Gott, jetzt erstmal Reparatur, jetzt mal gucken. Lackierung ist auf 45. Punktverteidigung auf 60. Frachtluke auf 68. Seifenscanner 73. Meine Scanner, ey, wenn die kaputt gegangen wären. Ja, 80, 82, 89, Cockpit auf 89. Oh Gott. Schiffsstuhl 36. Was? Das kostet mir 37.000, den Schaden zu reparieren. Na gut, das zahle ich gern. Und auftanken. Schwarzes Brett. Was gibt's so? Nüscht. Nüscht, wofür es sich lohnen würde zu sterben. Nüscht. Ach, Warenmarkt. Ich hab doch da was. Ach nee, da muss ich glaube zu. Wie gegen das? Kontakte? Ach, Kampfbelohnung. Alte Strafen insgesamt. Was? Altherstrafen? Kopfgelder, ich habe so viel Geld nur 50.000, okay. Ha! Ja gut, hier, Foto auf Altair bestätigen, hier, komm, weg da. Kampfbelohnung, war das jetzt Schwarzmarkt? Schwarzmarkt. Ich will illegale Waren verkaufen. Hä?
Aber ich hab doch... Hä? Die Fracht ist weg? Wie habe ich denn das geschafft? Ich habe irgendwie die Fracht, aber... Okay. Erkundungsrang, Wegebene. Gut, ich würde mal sagen, ich mache dann gleich die nächste Folge und da wird es dann schnell durchrattern, würde ich mal sagen. Okay, ich wünsche noch einen schönen Tag. Ihr Doktor, over and out. Ich bin wieder zu Hause.